Herzlich willkommen beim theaterpädagogischen Begleitvideo zum TLT Audio Podcast Ein Weihnachtslied. Mein Name ist Christoph Deigl, ich bin am Tiroler Landestheater Innsbruck zuständig für die Theaterpädagogik. In unserem Audio Podcast liest der Schauspieler Jan-Hinnerk Arnke eine leicht gekürzte Fassung von Charles Dickens A Christmas Carol, ein Weihnachtslied. Diese Aufnahme geht ungefähr eine gute Stunde und natürlich können Sie sie auch ohne dieses Video anhören. Wenn Sie als Lehrperson in der Schule oder privat zu Hause mit Ihren Kindern ab etwa 5 Jahren bei diesem Podcast beim Hören kleine Pausen einlegen möchten und diese Pausen nutzen, um aktiv das Ganze zu vertiefen, zu ergänzen, gibt Ihnen dieses Video dazu eine praktische Anleitung. Das Video besteht aus 5 Teilen. Nach jedem Teil können Sie das Video anhalten, dann den Audio-Podcast starten. Sie bekommen eine genaue Information, wann Sie den Audio-Podcast wieder anhalten und in dieser Pause können Sie dann zum Video zurückkommen. Und so geht das immer hin und her. So, das war die Erklärung, die Begrüßung für die Erwachsenen. Jetzt geht es an euch, an die Jungen und Junggebliebenen. Ich möchte, dass wir in dieser Geschichte nicht nur da sitzen und uns berieseln lassen, sondern vielleicht auch mal aktiv werden und nicht nur die ganze Zeit auf dem Sessel sitzen. Und dazu aktivieren wir zuerst die Fantasie. Und dazu sagt man ja auch Vorstellungskraft. Und wie viel Kraft das hat, das möchte ich in einem Beispiel zeigen. Stellen wir uns vor, ich habe hier eine Zitrone. Eine frische, duftende, reife, saftige Zitrone, knallgelb. Und diese Zitrone, die schneide ich in der Mitte durch und dann läuft mir schon der ganze Saft über die Finger. Und ich nehme die Zitrone und stecke sie mir in den Mund und lutsche sie aus. Oh. Oh. Und hat jemand von euch gerade was gespürt? Ja, also ich habe was gespürt. Ich merke richtig, wie mir die Augen tränen. Vielleicht ist ja bei jemand so im Mund die Spucke zusammengelaufen oder es hat sich alles im Körper zusammengezogen, weil die Zitrone so unglaublich sauer ist. Ja, aber es gibt ja gar keine Zitrone. Die Zitrone, die war jetzt nur in unserer Vorstellung da. Und die Kraft hat ausgereicht, dass wir wirklich was gespürt haben. Und mit dieser Vorstellungskraft, mit dieser Fantasie, können wir uns jetzt noch viel besser in die Geschichte, die gleich beginnt, hineinversetzen. Dazu gehen wir jetzt zusammen in das Haus von Ebenezer Scrooge. Kommt mal mit. Dazu macht mal alle bitte die Augen zu. Ja, fest die Augen zu, alle. Ja, du auch. Gut, Augen zu. Und wir stellen uns vor, wir sind im Haus von Ebenezer Scrooge. Das ist die Hauptperson in unserer Geschichte. Und es ist Winter und so richtig bitterkalt. Und weil Ebenezer Scrooge so geizig ist, dass er nicht genug Geld für die Heizung ausgibt, ist es auch drinnen bei ihm richtig ungemütlich und eiskalt. Wir stellen uns vor, wir sitzen da und es ist so eine feuchte Kälte, die überall in dich reinkriecht und wir spüren, dass unsere Hände, Fingerspitzen eiskalt sind, die Füße sind kalt. Ja, sogar die Ohren und die Nase werden kalt. Und wir überlegen uns, wir stellen uns vor, wie riecht es denn in so einer kalten, feuchten Wohnung? Und jetzt hören wir einmal genau hin. Was hören wir in diesem Haus von Ebenezer Scrooge? Ist es da laut und lebendig oder eher still und vielleicht ein bisschen unheimlich? Hört man im Hintergrund eine altmodische Uhr ticken? Hört man von draußen von der Straße Geräusche? In der Wirklichkeit lassen wir jetzt die Augen fest zu. Und in der Fantasie machen wir sie auf und schauen uns einmal um in dem Haus. Was sehen wir da? Ist es hell oder dunkel? Wie sehen die Möbel aus? Gibt es überhaupt Möbel? Welche Farbe haben die Wände?
Und nun stellen wir uns vor, wir sitzen in diesem kalten, ungemütlichen Haus. Welchen Geschmack habe ich jetzt im Mund? Und all diese Gefühle, die halten wir jetzt ganz fest. Und damit wir diese Gefühle jetzt gut mitnehmen können in die Geschichte, bleiben wir alle ganz, ganz still, reden nicht, wenn wir die Augen wieder aufmachen. So, jetzt langsam die Augen wieder öffnen. Gleich können wir mit dem Podcast starten. Wir sehen uns dann wieder etwa bei Minute 7. Wenn gleich die Zahl eingeblendet wird, dann bitte das Video anhalten und dann kann der Podcast beginnen. Bis später. Willkommen zurück. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand diesen Scrooge ganz schön heftig. Und ich würde den jetzt gerne am liebsten von mir abschütteln. So, machen wir das mal alle gleich zusammen. Steht auf und schüttelt dann mal diese Erinnerung an den Scrooge einfach weg. So. Ebenezer Scrooge, der lebt natürlich nur in unserer Geschichte. Trotzdem hätte ich jetzt Lust, dem mal so richtig die Meinung zu sagen. Ja. Machen wir es doch zusammen. Es gibt aber eine ganz wichtige Regel. Keine Beleidigungen, keine Schimpfwörter. Aber ich möchte ja, dass der Scrooge versteht, warum ich sauer auf ihn bin und dass er mich auch ernst nimmt. Wenn ich ihn anschreie und beschimpfe, dann geht es zu dem auch rein und zu dem auch wieder raus. Das bringt gar nichts. Also, damit ich ernst genommen werde, sind meine Worte wichtig, aber auch meine Körpersprache. Wenn ich zum Beispiel so mit Scrooge rede, Scrooge, das fand ich jetzt unfair, wie du mit deinem Angestellten geredet hast. Ja, das wird er wohl kaum ernst nehmen. Also, wir müssen gerade stehen, beide Füße gerade, flach, fest auf dem Boden. Ja, aufrecht stehen, Kopf hoch, Blick nach vorne, das ist viel besser. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht so, dass euch niemand umschubsen kann. Wenn ich jetzt wieder so stehe wie vorher, so, dann bin ich nicht sehr stabil. Ja, ja. Ist gut jetzt. Also, gerade, aufrecht, beide Füße fest auf dem Boden, im Gleichgewicht. Also so, dass ich nicht in eine Richtung mich lehne, sondern eben gerade stehe, im Gleichgewicht. Wenn ich so stehe und mit beiden Füßen fest auf dem Boden, dann wirft mich so schnell nichts um. Ja, haha. Ja, danke. Also, gerade stehen, starker Körper, starke Stimme. Brüllen und schreien, das ist gar nicht so stark, im Gegenteil. Und vor allem, wenn ich dann anfange, hier oben zu quetschen und zu drücken, ja, und dann noch lauter versuche, dann kommt nur ein Kreischen raus. Ja, und ja, wow, ich merke es gerade selber, das ist vor allem auch richtig schlecht für die Stimme. Also da wird man wirklich nur heiser davon. Also nicht drücken und pressen, sondern im Gegenteil, locker lassen. Schultern locker lassen und den Hals, stellt euch vor, euer Hals ist wie ein Ofenrohr und mindestens so groß. Ja? So rund und groß, dann kann die ganze Luft durch und dann müsst ihr nicht brüllen und schon automatisch kann ich sagen, Scrooge, das war jetzt nicht in Ordnung. Und schon hat es Kraft. Was ihr dem Scrooge gleich sagen möchtet, da fällt euch sicher selber was ein. Und ihr könnt es gleich machen, ihr könnt da gleich loslegen und dann ein bisschen Dampf ablassen. Wenn der Druck weg ist, wenn ihr den Dampf abgelassen habt, dann werdet bitte wieder ruhig. Denn dann gehen wir zurück zur Geschichte und die wollen wir auch hören. Denn die Geschichte hat sich auch was einfallen lassen, um den Scrooge so ein bisschen aufzurütteln. Viel Spaß und wir sehen uns etwa bei Minute 30 wieder. Bis dann. Boah, Geister. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen gruselig. Mögt ihr Geisterbahnen? Macht das Spaß? Ja, ich finde manchmal, sich so richtig zu gruseln, kann ja echt auch mal Spaß machen. Diejenigen, denen das Gruseln nicht so viel Spaß macht, die machen jetzt einfach nicht mit und können sich vielleicht bei jemandem richtig ankuscheln. Die, die gerne mitmachen möchten, die können mir jetzt helfen, für die Geister, die jetzt noch kommen in der Geschichte, eine Gruselstimmung zu machen. Dazu machen wir es zuerst am besten ein bisschen dunkel. Wenn es bei euch noch Tag ist, zieht ihr einfach die Vorhänge zu
Und wenn es schon draußen dunkel ist, dann müsst ihr einfach nur das Licht ausmachen. Und schon haben wir es ein bisschen gruselig. Jetzt brauchen wir noch gruselige Geräusche. Ich würde vorschlagen, lieber wenig und leise als ständig und zu viel und zu laut, weil ständig zu viel zu laut ist meistens nur Chaos und nicht Grusel. Also eher sowas wie. Wenn wir dann die Gruselstimmung haben, dann bitte die Geräusche wieder aufhören, damit wir nachher die Geschichte auch hören können. Es kommen jetzt noch Geister in der Geschichte. Wir sehen uns wieder, etwa bei Minute 52. Viel Spaß, bis dahin. Ich glaube, die Geister haben dem Scrooge einen ganz schönen Schrecken eingejagt und hoffentlich fängt er jetzt an, ein bisschen nachzudenken. Ich habe vorhin über die Kälte gesprochen und vielleicht ist es jetzt Zeit, dass wir von der Kälte zur Wärme gehen, dass alles ein bisschen wärmer wird. Die Geschichte, wir und das Herz von Scrooge. Ja, vielleicht taut der alte Geizhals wirklich langsam auf. Und dass wir uns das selber vorstellen können, stellen wir uns vor, wir sind komplett in einem großen Eisblock eingefroren, rund um uns rum, und so, dass wir uns überhaupt nicht mehr bewegen können. Ganz, ganz langsam wird es wärmer und wir tauen auf. Es fängt unten an. Zuerst nur die Füße, ein bisschen die Beine. Die Wärme wandert weiter nach oben. Ich kann die Beine bewegen, die Hände, die Arme, die Hüfte, die Schultern sind wieder frei. Und jetzt taut langsam auch mein Gesicht wieder auf. Ah, schön. Ja, und mit der Bewegung kommt auch überall die Wärme wieder in den Körper. Können wir so schön fest die Hände zusammenreiben. Einmal das Gesicht. Ja, fein. Und das ist viel besser und schön warm und entspannt. Und so warm und entspannt können wir jetzt den Schluss der Geschichte anhören. Und danach bitte kommt noch einmal zu mir zurück. Bis dann. Das war ein Weihnachtslied nach Charles Dickens, gelesen von unserem Schauspieler Jan Hinnerk Anke. Die Stimme von Jan Hinnerk, die habt ihr jetzt die ganze Zeit gehört. Er kann leider jetzt nicht im Video mit dabei sein. Er probt gerade ein neues Stück, aber ich kann euch ein Bild von ihm zeigen. Das ist die Stimme, die ihr gerade gehört habt. Jan Hinnerk, vielen Dank. Gut gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht gibt es jetzt für euch einen Moment, eine Stelle, ein Stück von dem Weihnachtslied, das euch besonders gefallen hat, das euch besonders in Erinnerung geblieben ist. Ein ganz besonderer Moment, vielleicht ein magischer Moment. Wie unser Weihnachtsbaum. Wenn euch dazu was einfällt, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns was schickt. Und noch mehr freuen wir uns, wenn das, was ihr uns schickt, auch ein bisschen was Künstlerisches hat. Also ihr könnt zum Beispiel ein Bild malen. Oder ihr könnt ein Gedicht erfinden, ihr könnt ein Lied singen, ihr könnt etwas basteln, ihr könnt ein Selfie machen von eurem Gesichtsausdruck, den ihr habt, nachdem ihr die Geschichte angehört habt. Was immer euch dazu einfällt. Ihr könnt es per Post schicken oder per E-Mail. Die Adressen werden ihr gleich eingeblendet. Und wenn ihr da Hilfe braucht, gibt es sicher Erwachsene in eurer Nähe, die euch da unterstützen können. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, vielleicht selber mal Theater zu spielen, wir haben am Tiroler Landestheater Innsbruck viele Kurse für Jung und Alt. Dazu gibt es auch immer die aktuellen Informationen im Internet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure aktive Mitarbeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mich hat es total gefreut. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Ciao.